I'm on the run, I've got no alibi for what I've done. Took what you treasure and I'm never gonna give it up. I'ma take it, take it. Servus Freunde, neuer Tag, neues Glück, Fleischglück. Und wir wären ja nicht Fleischglück, wenn wir uns nicht immer was Besonderes einfallen lassen würden. Und wir haben jetzt wirklich schon viel gemacht. Wir haben schon ein bisschen Barbecue gemacht, wir haben gegrillt, wir haben traditionelle Weihnachtsgerichte gemacht. Und heute machen wir mal was, was wir so in dieser Form noch gar nicht getan haben. Wir hatten zwar schon mal das Thema Argentinien, weil ich ein sehr großer Argentinien-Fan bin. Wir hatten auch schon Picanha gemacht, wir hatten schon Matambre gemacht. Aber heute geht es um die älteste, traditionellste und auch komplizierteste Form des Grillens, und zwar Asado. Grillen nur mit Feuer, ohne Helferchen, ohne Deckel, ohne Netz und doppelten Boden, sondern einfach nur Feuer, Fleisch und der Asador. Und ich habe mir heute für mich den besten Asador, den ich kenne, den besten, den ich jemals kennengelernt habe, eingeladen. Marcel Speidel aus Mainz, wer ihn nicht kennt. Er ist vom Edelbeef, hat also wirklich eine der ersten Gourmet-Metzgereien gehabt, die internationales Beef in allen Varianten angeboten haben. Er war früher Olympionike im modernen Fünfkampf, also Schießen, Fechten, Schwimmen, Reiten. Und Laufen. Und Laufen. Ne? Also, und man muss dazu sagen, er hat lange, lange Zeit in Argentinien gelebt und hat sich da dieses Asado, dieses temperamentvolle Grillen wirklich angeeignet. Und wir werden heute ein schönes Gericht machen. Wir sind im Bayerischen Wald, es hat draußen minus 10 Grad. Wir machen heute ein ganzes Lamm über offenem Feuer, wie gesagt, ohne Helferlein, ohne Netz und doppelten Boden. Die Eva wird ein paar schöne Tortillas machen und wir machen eine Pico del Stoi, also eine schöne Marinade. Aber bevor wir jetzt weitermachen, das dauert ziemlich lange, würde ich das Wort gern an den Marcel übergeben, denn damit es heute Abend was zu essen gibt, müssen wir irgendwann mal anfangen, das Lamm vorzubereiten. Marcel! Hallo, also wir müssen zunächst mal das Lamm vorbereiten. Das heißt, wir brechen die Brust auf, sägen hier das Becken auf und müssen dann die Wirbelsäule aufspalten, damit wir das Tier komplett aufklappen können. Und dann nehmen wir dieses Kreuz und binden praktisch die vier Beine am Kreuz fest. Und dann wird die Haut noch ein bisschen eingeritzt und mit Rosmarin und Knoblauch mariniert und das war's. Und dann gehen wir raus ans Feuer und geben Gas. Und dann gibt es dann da noch ein paar Erläuterungen zu, was wichtig ist eigentlich für das Asado. Asado, hat der Luigi ja schon gesagt, ist die Urform des Grillens. Und ich habe mir das angeeignet in Argentinien, wie er schon gesagt hat. Nur ist das Problem immer, die richtigen Viecher zu kriegen. Also ein ganz Lamm ist jetzt kein Problem, aber in Deutschland zum Beispiel eine ganze Rinderseite zu bekommen und die auch am Kreuz zu grillen, ist immer sehr schwierig. Also wir machen das einmal in der Woche. Ja, ja, aber so eine ganze Rinderhälfte und da nur die Knochen rauszuarbeiten und die dann auch am Kreuz zu machen, ist auch noch eine Herausforderung. Und das ist ja in Deutschland halt kaum möglich, die zu bekommen. Ja. Es sei denn, wir schlachten selber, ja, wie wir das auch mit unseren Kühen machen oder du mit deinen. Und dann hat man eigentlich ein Grillen, was über 10 Stunden dauert. Jetzt bei diesem Tier hier, 18 Kilo, gehe ich von 8 Stunden aus, weil wir ein Feuer entfachen müssen, der den Wärmetransport nach oben hat. Und das Feuer muss halt bewacht werden und einer muss die ganze Zeit dabei stehen und gucken, dass das Feuer nicht ausgeht. Und das ist eigentlich die Kunst. Genau. Beim Barbecue macht man das ja, da schaut man auch, der Pitmaster, damit die Temperatur immer konstant ist. Beim Asado ist es noch schöner. Man trinkt schönen Malbec aus Mendoza. Und wir haben vielleicht noch ein paar Schnittbilder, wie es in Mendoza so ausschaut, wie es in Argentinien so ausschaut, von unserer letzten Reise, die wir dorthin unternommen haben. Aber ich würde sagen, wir fangen mit dem Lamm an. Wir haben hier ein Lamm, 18 Kilo ungefähr. Wichtig ist, dass es auch vorgereift ist. Also nicht gestern geschlachtet, heute auf dem Spieß. Wird eine ziemlich zähe Geschichte, genau. Obwohl das den Argentiniern ja nichts ausmacht. Nee, ne? Die machen das so lange auf dem Grill, bis es vom Knochen fällt. Genau. So soll es sein. Und die kauen halt auch gerne. Und deswegen, ja, weil sich da die Aromatik im Mund viel besser verbreitet, als wenn du sowas Weiches einfach zerbeißt und runterschluckst.
Also das ist auch eine Tradition bei denen, dass die gerne kauen. Wir haben das Lamm aus Irland, von der Grünen Insel, ein wunderschönes Lamm, 18 Kilo. 10 Tage gereift. Okay, und 18 Kilo, das reicht für uns zwei, würde ich sagen. Ja, das reicht. Na, vielleicht laden wir heute Abend sogar noch ein, zwei Gäste ein. Ja. Gut, wir beginnen. Du sägst auf das Brustbein, oder? Ja. Jetzt hier das Becken. Warte mal. Machen wir es so. Muss man ganz vorsichtig machen, nicht, dass man zu viel sägt und das Ding dann auseinanderbricht. So. Das war's schon. Jetzt haben wir hier die Nieren drin. Soll ich die schon mal rausholen? Nein, die bleiben drin. Die bleiben drin. Das ist nämlich der Temperaturmesser. Okay. An den Nieren. Ja, wir müssen jetzt mal ein bisschen brutaler werden. Warte. So, jetzt gehen wir hier hin. Machen hier die Nieren ein bisschen frei. So. Die Filets bleiben auch drin. Alles. Einmal komplett. Das ist so typisch argentinisch. Also die kennen das ja gar nicht. Edelteil hin oder Edelteil her. Ja, die sagen, die Filets sollen die Europäer essen. Ne? Ja. Wir essen, wir nagen die Knochen ab. Ja, genau. Und vor allem das, wo viel Geschmack drin ist. Bife di Terra nennen die das auch. Also dieses am Knochen ablutschen. Ja. Das ist so das, ihre Spezialität. So, die lassen wir drin. Und da an diesen Nieren können wir auch erkennen, wann das Teil gedreht wird. Mhm. Weil wenn die also fertig gegart sind, können wir es drehen und das ist dann schon mal die Vorspeise für den Asador. Der ist dann praktisch die Nieren als Vorspeise. Nächster Schritt. So, jetzt nehmen wir das Kreuz. Genau. So. So. Marcel, meine Frage, wo kriegt man jetzt so ein Kreuz her? Weil ich sag mal, im normalen Baumarkt, beim Kugelgrill ums Eck, ist ja nicht so ein Asado-Kreuz. Nein, das kann man sich direkt bei jedem Schlosser machen lassen. Ja. Das kostet sich vielleicht 200 Euro und dann hast du so ein Teil. Draußen haben wir noch den Ständer, wo das dann reinkommt, um den Winkel zu verändern. Je nachdem, wie das Feuer gelagert ist, muss man natürlich auch das Grillgut eher zum Feuer hin beugen oder wegnehmen. Jetzt nimmt man einfach Bindedraht, das gibt es im Bauzubehör. Das ist praktisch für die Bewehrung zusammen zu knippeln, ja. Weil der ist stabil genug, um hier auch ein bisschen Spannung drauf zu bringen. Also es wird einfach nur mit dem Draht jetzt hier fixiert? Genau. Hat echt ein bisschen was von Eisenflechten hier, gell? Ja, ne? Ja. Schon gut aus. So, wie wird das ganze Lamm jetzt, wenn es fixiert ist, wird es mariniert? Ja, wir ritzen jetzt gleich die Haut hier auf der Rückseite an. Ja. Dann nehmen wir Knoblauch, Salz, Pfeffer, ein bisschen Olivenöl, marinieren, machen eine Marinade und machen dann schon mal die Vorbereitung hier auf der Hautseite. Und dann am Feuer wird dann mit Rosmarinzweigen das immer wieder gepinselt mit Knoblauch okay. Und Salz und Öl gemischt. Aber so eine Faustregel, wie lange das dauert, gibt es eigentlich nicht, oder? Nee. Es ist wirklich temperaturabhängig, außentemperaturabhängig. Wie groß ist das Feuer? Wie viel Kilo hat das Teil? Ich meine, das sind jetzt 18 Kilo, bis 18 Kilo durchgegart sind. Das dauert schon auch seine Zeit. Ich schätze 8 Stunden. Und was wichtig ist halt, dass die schweren Teile nicht direkt am Feuer sind, weil die ja langsamer garen müssen als jetzt die flacheren Teile, die ein bisschen mehr Temperatur aushalten können, weil wir haben ja hier nur Rippen, ja. Ist ja fast nichts da. Ja. Und das soll ja langsam garen, die dicken Keulen, und deswegen sind die etwas weiter weg vom Feuer. Das ist ja das Besondere am Asado und darum gibt es ja wenige Menschen, die ich kenne, die das richtig gut drauf haben. Du bist einfach nur mit dem Feuer. Ja, es kommt darauf an, welches Holz du hast, wie lange dein Holz verbrennt. Weil beim Asado stellst du ja die Holzkohle selber her. Also du nimmst keine fix und fertige Holzkohle, wo du weißt, die hat die und die Dichte, verbrennt so und so langsam, sondern du hast immer verschiedene Hölzer, die du verbrennst und dann erst, wenn du die Kohle hergestellt hast, das drunter gibst. Und es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Aber gelernt hast du das jetzt nirgends. Einfach oft zugeschaut in Argentinien? Nee, ich war bei einem Grillmeister, der hat praktisch immer für diese Weingüter in Mendoza Asados gemacht. Und bei denen
weil der unsere Trauben auch mit verarbeitet hat, habe ich praktisch immer mitgeholfen. So, wir sind jetzt hier fast fertig mit dem Festgezurre. Du hast gesagt, wir brauchen Rosmarin. Jawohl. Rosmarin haben wir da. Dann brauchen wir Salz. Jawohl. Ja, das ist ein uralter Indianertrick aus Niederbayern. Ja, der Einsatz von Salz macht so manches Gericht schmackhafter. Ja. Und Knobi natürlich. Ja. Alles, 13? Ja, ich brauche sehr viel. Ja. Du weißt ja, viel hilft viel. Viel, genau. Viel hilft viel. So, 3 Knoblauchzehen auf ein Lamm. Da wird es nichts mehr mit der Schmuserei hinterher. Nein. Und das wird dann so eine Art Marinade, oder wie muss man ja, sich das vorstellen? Ja, genau, so eine Art. Machen dann aus den Rosmarinzweigen machen wir so eine Art Quast, wo das dann immer mit bespritzt und bestrichen wird aus der Marinade. Marcel, gibt es eigentlich beim Asado auch so eine Königsdisziplin? Ich meine, beim typischen Barbecue heißt es ja, die Königsdisziplin ist das perfekte Brisket, oder erzählen sich die einen oder anderen. Ne? Ist es so, dass man beim Asado sagt, okay, das Hähnchen, wie du es ja immer magst, mit deinen Baskets, das ist so der Einstieg? Das ist der kleine Einstieg ins Asado, genau. Und das ist eigentlich die Königsdisziplin hier. Das Lamm am Kreuz, da geht nichts drüber. Ja. Da kommt auch keine Rinderseite dazu oder so. Ehrlich? Nee. Das also, ist viel ist schwieriger, ja, weil du ja unterschiedliche... Du hast ein ganzes Tier. Ja. Und diese haben ja natürlich unterschiedliche Gargrade, jedes einzelne Teil. Und das muss man halt auch ein bisschen spüren und auch sehen, wo ist jetzt mehr Hitze gefragt. Dann wird entsprechend das Holz auch umgeschichtet, umgelagert, und um die Hitze entsprechend an die Körperteile zu kriegen. Ne? Wir ritzen jetzt hier die Haut ein bisschen an, damit wir hier die Marinade ein bisschen ans Fleisch auch dran kriegen und nicht nur an die Haut, damit das auch ein bisschen eindringen kann während des Garvorgangs. Und deswegen nur ganz leichte Schnitte sind das. So, jetzt kommt die Frage, die ich natürlich jeden Gast stelle, der bei Fleischglück mit dabei ist. Ja. Wo hast du das beste Stück Fleisch? Das beste Steak? Das beste Asado? Wo war dein persönlicher Moment? Wo war dein Fleischglück? Mein Fleischglück war definitiv in Argentinien. War ich in Rosario oben in dieser Region, wo auch sehr viel Sumpfe sind. Und dort habe ich ein Roastbeef gegessen und habe plötzlich gemerkt, es gibt bei Fleisch Terroir. Und das war mir vorher nicht so bewusst. Und als ich das gegessen habe, habe ich gesagt, dieses Tier hat die und die Kräuter gegessen, weil das schmeckst du im Fleisch. Ja. Und für mich war das dieser Glücksmoment, wo ich gedacht habe, ja, das ist pures Fleisch und das ist Terroir. Ja. Und das war auch der Grund, warum wir Edelbeef gegründet haben, weil wir gesagt haben, Fleisch hat ein Terroir und das muss irgendwie kommuniziert werden. Irgendwer muss doch das den Leuten mal beibringen, zu sagen, hier aus der Region, hier bei dir, Schergengrub, kommt das Tier her und das riecht so, wie diese Gegend auch riecht. Ja. Und das war für uns damals ausschlaggebend, zu sagen, yes, das ist eigentlich mein Fleischglück gewesen. So, ich mache jetzt mal den ganzen Knobi alles hier zusammen, genau. Ja, das sieht ja gesund aus. Super. Also, für alle, die keinen Knoblauch mögen, lassen einfach weg. Ja. Aber das Zwiebel gehört auch mit dazu. Genau, bevor wir jetzt die Marinade da auftragen, müssen wir das Kreuz jetzt noch ein bisschen spannen. Da kannst du, Luki, jetzt gleich mal hier die Schraube festdrehen, wenn ich das gespannt habe. Du ziehst an? Ja, Moment. Ja, jetzt. Ist auf jeden Fall. Ja, Bombe. Gut. So. Dann hast du gesagt, hier so ein Buschen bauen, oder? Genau. Schon handwerklich, gell? Mhm. Ja. Mag das ja immer. Die Gauchos haben ja auch nichts dabei. Also die Gauchos haben keine Asado-App, meinst du? Als nächstes kommt? Den auch noch hacken. Ah, hacken. Der kommt ja auch noch hier rein. Dann salzen wir das ein bisschen. Was benutzen die Argentinier für Öl? Also auch Olivenöl wahrscheinlich, meistens oder? Olivenöl, ja.
Also da ist auch ein bisschen spanische Kultur mit dabei. Absolut. Ja? Und italienische, ne? Ehrlich? Ja, ja. Ein bisschen rühren. Jetzt pass auf. So, genau. Und noch ein bisschen Pfeffer. Hammer? Was? So, und jetzt nehmen wir das praktisch einfach so immer raus. Versuchen immer so ein bisschen Knoblauch mitzunehmen. Und das wird dann das später ab, immer wieder wiederholt? Immer weiter. Und so, wenn das jetzt am Kreuz steht, wird das immer wieder so betatschelt. Ja. Also schade, dass ihr das nicht riechen könnt. Ne? Das riecht hier wirklich, es riecht nach Chromlammfleisch, es riecht nach Knoblauch, nach Rosmarin. Ja, ja. So ist das. Braucht es gar nicht mehr. Ne? Nee. Das ist Wahnsinn. Ein Glas Rotwein noch und dann ist es perfekt. Ja. Aber das haben wir ja schon mal vorbereitet. Dann würde ich sagen, wir packen das jetzt mal auf unseren Pickup, nehmen ein bisschen Holz mit, machen Feuer und dann geht's draußen weiter. Ja. Bei Asado Indoor ist nicht ganz so einfach. Also wir machen jetzt hier erstmal das Feuer und die Hitze ist ja jetzt relativ hoch, oder? Genau. Also wir haben jetzt hier die Blockbauweise gemacht, das gestapelt, damit wir ein schönes Feuer entfachen können. Mit Anzündholz natürlich angefeuert. Jetzt ist es so, dass ich die Flammen brauche, damit der Wärmetransport bis hoch zum Hals geht. Das ist jetzt ein bisschen zu stark zum Feuer geneigt, aber das können wir jetzt im Winkel variieren. Ja. Danach, wenn es jetzt so ein bisschen Patina bekommen hat, drehen wir das auf die Rückseite. Das können wir mit der Konstruktion ganz gut machen. Und dann brennt sich das ja auch weiter runter und wir können dann wieder zu und abgeben mit dem Winkel, ne? Dass wir näher oder nicht so nah dran sind, je nachdem. Wir haben jetzt hier natürlich extreme Hitze, ne? Wir haben hier extremes Feuer. Und wenig Kohle, aber wir brauchen jetzt am Anfang das Feuer, oder? Genau, damit wir den Wärmetransport nach oben zum Hals haben, brauche ich die Flamme. Man sieht das ja auch schön, wie die da hochzüngelt. Und ich brauche ja oben am Kopf ungefähr 120 Grad. Und das ist jetzt im Moment noch ein bisschen zu hoch. Das variiere ich aber jetzt gleich mit dem Winkel nochmal, justiere ich das aus. Und dann, wenn die Nieren dunkel sind, drehen wir das auf die Rückseite, damit es dann auch eine schöne Farbe kriegt. Und dann ist das Feuer bis dahin auch runtergebrannt und wir können das langsam slow weiter garen. Ne? Okay, und also auch ganz wichtig, du hast ja vorhin schon mal gesagt, auch in Patagonien wird Asado gemacht. Genau. Also es hat nichts mit der Außentemperatur zu tun. Ja, im Moment ist alles perfekt. Solange es nicht regnet, können wir hier arbeiten wie in Patagonien. Okay. So ist es eigentlich super. Perfekte Voraussetzung. Also das dauert ja hier ein bisschen. Du bleibst hier. Ich bleib hier. Ich würde sagen, ich mache schon mal ein bisschen Beilagen. Ich mache die Pico de Gallo, also eine Abwandlung von der Pico de Gallo. Die Eva macht Tortillas, damit wir abends ein paar Beilagen haben. Und ich stelle schon mal den passenden Wein raus. Ich mache das mit dem Rosmarin- und Knoblauchmarinade, pinsel ich das Lamm jetzt immer wieder ein, damit wir auch die Aromatik in das Fleisch bekommen. Alles klar. Wir sind ja in Südamerika, Argentinien, das Land des Asados. Und dort gibt es natürlich auch viele Soßen. Einige haben wir schon gezeigt in unseren anderen Argentinien-Special, zum Beispiel die Chimichurri, wie wir sie machen. Heute machen wir aber die Pico de Gallo, also eine Abwandlung der Pico de Gallo. Pico de Gallo heißt wörtlich übersetzt aus dem Spanischen Hahnenschnabel. Also Pico, der Schnabel, und Hahn, Gallo. Und eigentlich kann man da alles reinmachen, auf was man Bock hat und auf was man lustig ist. In Mexiko zum Beispiel macht man die Salsa Mexicana. Das heißt, da müssen alle Farben der Landesflagge drin sein. Also weiß, rot und grün, die mexikanische Flagge. So, wir machen das Ganze nach dem Prinzip Stoi. Das heißt, süß, scharf, sauer, salzig und alles, worauf wir lustig sind. Wir machen die Pico de Gallo in der Stoi-Abwandlung mit Avocado und Gurke für grün, Paprika und Tomate für rot, Zwiebel für weiß. Und dann machen wir noch hier ein bisschen für die Schärfe
rote Chili. Für die Säure machen wir Limette. Für die Süße machen wir Ahornsirup und das ist jetzt typisch Nordamerika, aber erlaubt ist, was schmeckt. So, das Ganze wird jetzt klein geschnitten erstmal und dann zusammengerührt. Ein bisschen Salz für die Salzigkeit und ganz zum Schluss Koriander. Und den Koriander ruhig grob. Beginnen tue ich jetzt einfach mal mit den Schalotten bzw. mit den Zwiebeln. Ich nehme immer am liebsten Schalotten, so, das ist so die Königin der Zwiebeln. Und die ist ein bisschen süßer und ein bisschen feiner im Geschmack. Und nicht ganz so brutal. Einfach in schöne Würfel schneiden. Dann nehmen wir mal die Gurke. Und bei der Gurke gibt es einen ganz einfachen Trick. Ich stelle die immer. Und wenn man jetzt so eine Salsa macht, die sehr fest bleiben soll, dann ist es sinnvoll, dass man das Kernhaus von der Gurke rausschneidet. Und das machen wir jetzt auch. Dann das Ganze vierteln. Kernhaus raus und dann hat die Pico di Gallo eine schönere Struktur. Anschließend auch wieder und feine Würfel schneiden. Als nächstes nehmen wir Rot, also Grün haben wir jetzt, Weiß haben wir, jetzt nehmen wir Rot. Hier nehmen wir Tomaten und auch bei den Tomaten schneide ich jetzt mal das Kernhaus raus. Das hebe ich mir aber alles auf und was wäre noch zu zählen? Da draus. Das schmeiße ich auf gar keinen Fall weg. Das wird später püriert mit ein bisschen Gewürze. Und da mache ich mir vorher eine schöne Gazpacho. Ja? Aber für die Pico di Gallo nehme ich das jetzt mal raus. Die Tomaten schneide ich auch. Und dann schöne Würfel. Als nächstes nehmen wir die Paprika und hier gibt es einen Trick, einfach so der Länge nach aufschneiden, hier so durch und dann hat man schöne Rechtecke und kann schöne Scheiben schneiden. So, dann haben wir nochmal Grün, dann nehmen wir eine Avocado. Und hier gibt es einen ganz einfachen Trick. Einmal so quer durchfahren. Und dann einfach das Messer hochdrücken. Und schon habt ihr die Avocado halbiert. Dann kann man die schön schälen. Man sieht jetzt hier schon, wir haben eine relativ reife Avocado. Ja, es gibt nichts Schlimmeres als unreife Avocado. Hier auch das Ganze wieder Scheiben schneiden. Jetzt geht's ans Abschmecken. Ich habe jetzt meine drei Farben. Ich habe die Tomate, ich habe die Paprika, ich habe die Gurke. So, habe die Zwiebel. Das schaut schon mal richtig gut aus. Ihr kennt das Prinzip. Süß, scharf, sauer, salzig. Ich beginne mal mit salzig. Ich nehme einfach Salz. So, jetzt sind wir beim Thema süß. Hier nehme ich jetzt ein bisschen Ahornsirup. Ihr könnt auch Zucker nehmen oder Honig, aber ich finde einfach Ahornsirup ist die schönste und die gesundeste Süße. Auch gar nicht sparen. Dann geht es an scharf. Hier sind wir natürlich gerade in Mexiko, Chili. Also jeder kann den oder die Chili benutzen, die er gerne mag. Ich gebe euch den einen Tipp, macht es nicht zu scharf. Sehr schade. Ja, manchmal ist weniger mehr. Und wer es wirklich richtig scharf mag, der kann ja am Tisch nochmal nachschärfen. Dann habe ich Limette, habe ich nochmal Grün. Hier nehme ich einfach den Abrieb. Einfach reiben. Richtig schön grob. Ich sage hier die Limette. Den Rest von der Limette schneide ich auf und drücke einfach den Saft rein. Und das gleiche mache ich jetzt nochmal mit einer Zitrone. Ganz zum Schluss kommt noch Koriander. Ja, kann man zugeben, muss man nicht. Und wir schneiden jetzt hier die Stängel wirklich nur ganz grob weg. Und den Rest lassen wir dabei. Also Korianderstängel sind
nichts Schlimmes. So, und das Ganze muss jetzt auch gar nicht zu fein sein, sondern einfach so mit rein. Süß, scharf, sauer, salzig. Jetzt rühre ich das Ganze mal um. Und ihr seht schon, das schaut unglaublich frisch aus. Und ganz zum Schluss darf eines nicht fehlen. Das machen auch nur wir. Das ist auch nicht typisch Lateinamerika. Aber ein gutes Olivenöl darf immer mit rein. Und beim Olivenöl ist es so, sparen wäre falsch. Viel hilft viel. Und das ist unsere Stoi Pico de Gallo Abwandlung. Na, es ist weit weg vom Original, aber es ist saugut. Und dazu gibt es später das Lamm, also das Asado-Lamm und Tortillas, aber nicht irgendwelche fertigen Tortillas, sondern wir machen die Tortillas selber. Und wie das funktioniert, das zeigt euch jetzt die Eva. Hallo ihr Lieben, ich bin auch wieder heute mit dabei und darf euch zeigen, wie man mexikanische Tortillas macht. Nicht zu verwechseln mit der spanischen Tortilla. Das besteht ja aus Ei, Kartoffeln und Zwiebeln, wird ähnlich gemacht wie ein Omelett. Aber wir machen heute richtige Weizentortillas bzw. Dinkeltortillas, damit später das Lamm und die wunderbar mexikanische Soße vom Lucky auch was hat, wo es eingepackt werden kann. Zutaten braucht man gar nicht viel. Dinkelmehl, Backpulver und Salz habe ich schon drin. Wir brauchen ein bisschen Mineralwasser, das bewirkt, damit es mit dem Backpulver besser reagiert. Es geht besser hoch und ihr kriegt schöne luftige Tortillas. Einfach mit dazugeben. Und dann kommt noch eine kleine Menge an Öl rein. Das Rezept verraten wir euch selbstverständlich wieder unten. Könnt ihr nachlesen und zu Hause einfach umsetzen. So, Öl ist auch mit drin. Dann vorher die Hände gut waschen und dann einfach mit den Händen wirklich gut durchrühren. Wer natürlich eine Küchenmaschine hat, kann das auch hernehmen. Aber das ist so wenig Teig, also das funktioniert mit den Händen auch wunderbar. Einfach gut durchkneten, bis sie alle Zutaten schön miteinander verbunden haben. Lässt sich ähnlich verarbeiten, sage ich jetzt mal wie ein Pizzateig, aber ist ja ohne Hefe. So, dann gibt man einfach die ganze Masse aus der Schüssel raus und knetet das wunderbar auf der Arbeitsfläche weiter. Da hat man einfach mehr Gefühl, bis alles schön verarbeitet ist. Wenn ihr zu Hause einen Nudelteig macht oder so, dann ist das ja die ähnliche Herangehensweise. Da braucht man einfach auch mal ein bisschen Kraft, damit man das umsetzt, aber von nichts kommt nichts. So, jetzt nehmen wir noch alle Mehlklumperl mit, die da noch rumliegen. Und wenn es ein richtig schöner, geschmeidiger Teig ist, formen wir den zu so einer kleinen Wurst und lassen wir ihn 15 Minuten abgedeckt im Kühlschrank ruhen. So schaut das wunderbar aus. Ihr seht, schöner, geschmeidiger Teig. Einfach wieder zurück in die Schüssel, Tuch drauf und ab in den Kühlschrank. Da wir jetzt keine 15 Minuten Zeit haben, einfach hier so zum Warten, habe ich schon mal den Teig vorbereitet. Der lag jetzt schon mal im Kühlschrank. Richtig schön geschmeidig, fertig zum Abdrehen. Und zwar nehmt ihr euch den Teig und stecht euch hier so Scheibchen runter. Dann machen wir eine schöne Rolle. Und dann nehmt ihr euch ein klassisches Nudelholz und versucht das so rund wie möglich auszurollen. Wenn euch der Teig ein bisschen klebt, nehmt einfach noch mal ein bisschen Mehl. Haben wir hier, wie zu Hause, wenn man Plätzchen macht, einfach wunderbar ausrollen. Der soll richtig schön dünn sein und so rund wie möglich, wie ein Teller. Und dann wirklich richtig schön dünn ausrollen, weil er geht ja nun schön auf, durch das, dass ein Backpulver mit drin ist. Und dann können wir auch schon zur Pfanne gehen. So, die Pfanne ist heiß. Bitte kein Fett, kein Öl rein, nur den fertig ausgerollten Tortilla. Rein damit. Und jetzt bleibt nichts anderes als warten. Ein bisschen zurückschalten, damit ihr euch nicht verbrennt. Und wenn ihr seht, ihr könnt es ja zwischendrin mal unten drunter schauen,
Jetzt ist, wenn so ganz, ganz leichte braune Stellen kommen, einfach umdrehen. Wer jetzt nicht so heiß anfassen kann, kann selbstverständlich auch einen Pfannenwender dafür verwenden. Jetzt haben wir hier schöne, leichte, hellbraune Stellen. Einfach umdrehen, wieder rein in die Pfanne und warten, bis er fertig ist. Und wenn wir die Tortillas fertig gebraten haben, das Lamm fertig ist, dann geht's weiter und dann vereinen wir alles. So, es sind jetzt 8 Stunden vergangen, also 8 schöne Stunden über dem Asado-Feuer. Und wenn man jetzt mal hinschaut, hier ist unser Lamm. Der Julian und der Marcel haben das wirklich nicht aus den Augen gelassen und es schaut perfekt aus. Ich würde sagen, wir nehmen es jetzt mal runter und geben es auf den Tisch. So, das schaut super aus. Ich zwicke jetzt hier schon mal auf, Marcel. Jawohl, genau. Ja, mach hier schon mal die Drähte raus. Erstmal haben wir hier die Nieren, die sind jetzt wunderbar durchgegart. Das ist jetzt schon mal die ersten Anzeichen dafür, dass das Lamm auf jeden Fall fertig ist. Ja, und man sieht es jetzt hier einfach am Abdrehen von der Keule, dass es perfekt ist. Und selbst die Fillets sind immer noch rosa im Kern, also perfekt. Somit haben wir auch nicht so viel Qualitätsverlust am Filet. Aber wichtig waren eigentlich die Keulen, dass die gut durchgegart sind. Und damit haben wir jetzt ein perfektes Ergebnis. Ich schneide das jetzt einfach klein. Die Amis, die würden das jetzt pulen. Ich finde das immer ein bisschen schade, wenn man das zu sehr zerrupft. Ja. So, da nehme ich ein bisschen Salat auf mein Taco. Dann unsere schöne Pico di Gallo. Das sieht ja echt mega geil aus. Dann natürlich das Fleisch hier oben drauf. Und dann schlagen wir das Ganze einmal ein. Und jetzt pass auf, Leute. Jetzt halbieren wir das noch einmal. So, Freunde, so schaut das Ganze aus. Selbstgemachte Tortillas. Dann haben wir Pico di Gallo a la Stoi, also wirklich eine Salsa, die es in sich hat. Ein Asado-Lamm über offenem Feuer von Marcel Speidel, unser wahnsinniges Stoi-Team. Und wer dieses Messer haben möchte, der schreibt einfach einen Kommentar drunter, warum er das haben will und wie er das Lamm fand. Und dann haben wir ein schönes Messer aus der Black Edition von FDIC, aus der Stoi Edition, unterschrieben von mir. Schreibe jetzt drauf, El Asado. So, das war es wieder mal mit Fleischglück. Also purer, puristischer geht es eigentlich gar nicht. Lamm, Tortilla, Pico di Gallo. Aus dem Stoi, aus Niederbayern, bei minus 10 Grad im Freien. This is real Asado. Asado, yes. Macht's gut. Ciao.